Ihr seid heute am Rock the Ring. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super, weil das ist wirklich etwas Grossartiges für uns, als Schweizer Band aufzutreten. Ich war 2019 schon mal da gewesen und habe mir so gesagt, es wäre schon cool, mal auf so einer Bühne zu stehen. Und ja, heute um 11:45 ist es soweit und darum die Freude ist riesig. Yes. Ja, und du hast schon angesprochen, ihr mit eurer schweizerdeutschen Musik stecht aus dem Line-Up raus. Wie ist es damals dazu gekommen, dass ihr auf Schweizerdeutsch rockt? Ja, das ist wirklich so, wir stechen ein bisschen raus. Es ist nicht ganz üblich mit so Musik in Mundart. Ja, wir haben gesagt, wir mit dem Produzententeam haben wir gesagt, wir wollen eine Art so Stadium-Rock machen auf Mundart, weil das gibt es noch nicht. Und das merken wir jetzt auch, dass die Leute wirklich eine riesen Freude haben damit. Gerade auch, weil die Texte halt verständlich sind, gell? Jeder versteht jedes Wort. Und die Texte sind auch sinnvoll aus meinem Leben, aus Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit gut 25. Gibt es irgendeine Inspiration oder ein Vorbild für die Texte? Nein, eigentlich sind sie einfach aus dem Leben. Also ich nehme die einfach aus dem Leben, was passiert. Eben das erste Album ist sehr autobiografisch von mir. Und das zweite Album sind einfach die zwei Jahre, die uns geprägt haben, weil wir so einen mega Support bekommen von den Leuten und so ein Feedback. Und das hat dann die Songs geprägt, ja. Ihr seid heute aber der letzte Auftritt. Was machst du so lange? Die Band ist ja noch zuhause, du bist allein da. Ja, das ist gerne nicht schwierig. Also ich bin ziemlich durchgetaktet. Also ich darf Interview geben zum Beispiel. Und auf die 8 kommen die Jungs und dann tun wir miteinander ausladen, das Zeug parat machen und dann geht es in der Regel aus Erfahrung sehr, sehr schnell, dass es dann 11:45 ist. Ja. Also gibt es keinen anderen Auftritt zum Geniessen? Ja, mal schauen. Zwischendrin haben wir ein kleines Zeitfenster, wo wir wahrscheinlich dann schon probieren, wenn nichts dazwischen kommt, wo wir probieren, das ein bisschen zu geniessen. Also ich bin jetzt vorher auch vorne dran gewesen und dann muss ich sagen, es ist schon cool. Weil Ugly Kid Show, wo ich jetzt spielen, ja, die kenne ich natürlich noch aus meiner Jugend, sind so meine Jugendhelden gewesen. Und darum ist es auch schön, natürlich auf der gleichen Bühne zu stehen mit ihnen. Ja. Dann wünsche ich euch einen guten Auftritt. Danke vielmals.